Ich habe 80 Tage Minecraft Runblock gespielt und fasse euch in diesem Video zusammen, was ich alles erlebt habe. Das hier ist der 8. Teil der Serie. Schaut euch also zuerst die ersten 7 Teile an, um alles zu verstehen. In diesem Video steckt mal wieder über 16 Stunden Arbeit. Ich würde mich also sehr über ein Like und einen Kommentar für den Algorithmus freuen. Vergesst außerdem nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Für euch ist das nur ein Klick, aber mich unterstützt das extrem. Jeden Sonntag um 12 Uhr gibt es eine neue Folge des Projekts. Jetzt geht's aber los. Viel Spaß mit dem Video. Was zu Beginn von Tag 71 passiert ist, muss ich euch vermutlich nicht mehr groß erklären. Ich habe wie immer einen Golem getötet. Das gehört fast schon zu meiner Morgenroutine. Aufstehen, Zähne putzen und ein Eisengolem zum Frühstück abschießen. Nur heute waren es sogar 3. Irgendwas stimmt mit mir nicht, ich sollte mir echt mal Hilfe suchen. Als ich angefangen habe, Blöcke abzubauen, sind direkt ein paar Silberfische gespawnt. Das war aber nicht das Schlimmste, denn später kamen auch noch Cave Spiders dazu. Das sind beides sehr kleine Mobs und damit schwerer zu treffen als Menschen, die mit mir befreundet sein wollen. Ich musste mich also weiterhin alleine beschäftigen. Und da mir das Blöckeabbauen langsam zu eintönig wurde, habe ich Bambus gefarmt, damit meine Village abgezogen und, ach ja, Golems getötet. Ich habe euch ja in der letzten Folge gefragt, ob ich meinen Villager infizieren soll und ihr habt häufig in die Kommentare geschrieben, dass es eine gute Idee ist. Also habe ich erstmal Cobblestone gefarmt. Ich weiß, wenn ich das sage, klappt das am Ende nie, aber ich habe einen Plan, vertraut mir. Als ich genug Stein hatte, habe ich eine Plattform neben dem Villagerheim und darauf eine kleine Hütte für das für die Testperson gebaut. Wer von euch würde hier nicht gerne 5-mal infiziert und danach wieder geheilt werden, nur um jemand anderen reich zu machen? Ich bin also in das Villagerheim gelaufen, um einen Freiwilligen für mein Experiment zu suchen. Es haben sich aber alle schlafend gestellt, also habe ich einfach einen ausgesucht und aufgeweckt. Dieser hat es allerdings direkt kapiert und ist weggelaufen. Ich konnte ihn zum Glück doch noch überzeugen. Und so ist er 100% freiwillig in die neue Hütte gelaufen. Leider hat das Ganze so lange gedauert, dass es schon wieder Tag wurde und da können natürlich keine Monster spawnen. Das Experiment verschiebt sich also auf die nächste Nacht. Das ist aber gar nicht so schlimm, so hatte ich noch genug Zeit, die Spawn-Plattform auszubauen und meinen täglichen Eisengolem zu töten. Außerdem musste ich erstmal einen Schwächetrank brauen und hatte ehrlich gesagt keine Ahnung, wie das geht. Nach einer Schulstunde über Zaubertränke bei Professor Snape und 2 Minuten googeln war ich dann aber bereit. Zuerst musste ich mir einen Braustein craften und dafür leider eine Blazeword verschwenden. Als nächstes habe ich vom Supermarkt meines Vertrauens ein paar Pfandflaschen geklaut und sie mit dem Abwasser aus meinem Feld befüllt. Dann musste ich diese nur noch in den Braustand stellen, ein paniertes oder fermentiertes Spinnenauge dazugeben und schon ging es los. Jesus macht Wasser zu Wein und ich mache Wasser zu Schwächetränken. Da Zombie-Villager allerdings wie Kleinkinder noch nicht selber aus einer Flasche trinken können, musste ich sie mit Gunpowder zu Wurftränken upgraden. Auch das hat perfekt funktioniert, ich könnte echt Barkeeper werden. Jetzt fehlt nur noch ein Goldapfel und ein Fletcher-Tisch, welchen ich natürlich auch direkt gecraftet habe. Der Villager soll nicht denken, dass er wegen seiner Krankheit nicht arbeiten muss, eher ganz im Gegenteil. Sobald er wieder gesund ist, wird er krasser ausgebeutet, als er sich das jemals hätte erträumen können. Als es dann endlich wieder dunkel wurde, habe ich alle Fackeln von der Plattform entfernt und einen Eisengolem in der Nähe getötet. Nicht, dass er am Ende noch den infizierten Zombie-Villager oder so tötet. Dazu kommen wir später. Ich war wirklich ein bisschen aufgeregt. Ich habe das noch nie gemacht und mag meine Villager eigentlich. Ich will nicht, dass ihnen etwas zustößt. Also habe ich mich zur Ablenkung an meine Monsterfarm gestellt, bis ich dann im Augenwinkel auf einmal einen Zombie auf der Plattform bemerkte. Ich habe erstmal alle anderen Monster dort getötet, doch dann ist etwas extrem Chaotisches passiert. Als ich die Plattform ausgeleuchtet habe, ist plötzlich vor meinen Augen ein Wanderer gespawnt. Der Zombie hat dadurch nicht den Villager, sondern die Lamas angegriffen. Frag mich nicht warum, Lamafleisch ist scheinbar leckerer oder so. Während der Zombie also die Pferde auf Wish bestellt getötet hat, konnte sich der Villager irgendwie befreien und fliehen. Auf einmal kam aus dem Nichts noch ein Golem dazu und hat den Zombie getötet. Ich habe wirklich keine Ahnung, wie das alles so schnell eskalieren konnte. Doch auch beim zweiten Versuch sah es nicht besser aus. Der Villager hat den Zombie wieder wie Lionel Messi einfach ausgedribbelt und auf einmal kam noch ein Golem. Ich habe das wirklich lange versucht, aber irgendwie hatten die Zombies heute keine Lust auf einen Villager als Mitternachtssnack. Einer wurde von einem Skelett runtergeschossen und auch diese Dreiergruppe hatte den Dorfbewohner komplett ignoriert. Ich brauchte also einen besseren Plan und dafür habe ich erstmal einen größeren Raum mit einem Zaun gebaut. Die Zombies können jetzt also zum Villager in die Hütte rein, aber er nicht mehr raus. Ach ja, und ich habe mir endlich mal die Trades vom Wanderer angeschaut und die waren tatsächlich ganz gut. Also eigentlich nur ein Angebot, er verkaufte mir eine Muschel für 5 Emeralds. Da ich ja bereits 5 Nautilus Shells habe und man insgesamt 8 für ein Konduit brauchte, habe ich mir direkt die restlichen 3 gekauft. Diese werde ich aber wahrscheinlich sowieso nicht nutzen, da es ja kein Meer in der Nähe gibt. Genau genommen gibt es überhaupt nichts in der Nähe, ich bin allein in der Luft. Es ist wie mit dem Eisen, eigentlich braucht man es nicht, aber ich töte trotzdem die Golems, einfach nur um es zu besitzen. Vergesst nie, wo ihr herkommt, in der ersten Folge hatte ich extreme Eisenprobleme und jetzt habe ich mehr als ich eigentlich brauche. Der amerikanische Traum, vom Tellerwäscher zum Millionär.
Um die Zeit zur nächsten Nacht zu überbrücken, habe ich mal wieder Blöcke abgebaut und dabei diese vergammelte Kiste gefunden. Da war allerdings nur Müll drin, wie man sich bei den Partikeln auch hätte denken können. Mal ehrlich, Minecraft, ich bin kurz vor dem Ende der Map und bekomme nur unnötiges Zeug. Das ist, als würde man einem Millionär McDonald's-Gutscheine schenken, wo man 2 Happy Meals zum Preis von einem bekommt. Nach ein paar weiteren Blöcken kam dann tatsächlich schon die Herzkiste und das schneller als ich dachte. Darin war etwas Lapis, Phantommembran und XP-Flaschen. Die nächste Phase, die danach kommt, ist die letzte, nämlich das End. Ich dachte allerdings, dass jetzt direkt das Endportal kommt und dafür war ich noch nicht gut genug equipped. Deswegen bin ich erstmal weggegangen, aber keine Angst, wir bauen später weiter Blöcke ab. Außerdem wurde es gerade sowieso Nacht und ihr wisst, was das bedeutet. Ich versuche wieder mal einen Villager zu infizieren. Allerdings sind scheinbar direkt Zombies in der Hütte gespawnt und als ich ankam, war der Dorfbewohner plötzlich weg. Ich brauchte also eine schnelle Notlösung. Dafür habe ich diesmal einen anderen Villager geweckt und mit einem Boot auf die Plattform entführt. Jetzt musste ich nur noch den Zaun aufmachen und habe die beiden Turteltäubchen alleine gelassen. Naja, das ist allerdings ziemlich schnell eskaliert und der Zombie hat den Villager einfach getötet und nicht wie geplant infiziert. Ich kam deswegen auf die super Idee, nach 5 gescheiterten Versuchen endlich mal zu googeln. Dabei habe ich herausgefunden, dass Villager auf der Schwierigkeit Medium nur eine 50% Chance haben, infiziert zu werden. Ich habe diese also auf Hard gestellt. Dort beträgt die Wahrscheinlichkeit übrigens 100%. Ich musste also mal wieder einen Villager aus dem Heim entführen. Hoffentlich wundern die sich nicht, wo ihre Freunde und Kollegen hin sind. Diesmal hat es tatsächlich geklappt und der Dorfbewohner wurde infiziert. Ich wollte nicht wieder riskieren, dass irgendwas schief geht. Also habe ich ihn direkt mit Saft abgeworfen und ihm den vergoldeten Apfel gegeben. Ich lasse ihn jetzt erstmal ausnüchtern und schaue, was passiert. In der Zwischenzeit habe ich mal wieder Bambus gefällt. Wenn er geheilt ist, möchte ich ihm direkt ein Geschenk zur Besserung machen, bevor er dann das nächste Mal infiziert wird. Für Unterhaltung ist auf meiner Insel auf jeden Fall gesorgt. Ich habe mir erstmal kostenlos diesen Boxkampf angeguckt. Der Eisengolem zerstört jeden, nur gegen mich hat er keine Chance. Auf einmal habe ich dann das Zombie-Doktor-Achievement bekommen. Das war mein Löffel. Auf einmal habe ich dann das Zombie-Doktor-Achievement bekommen. Ich bin zwar kein Arzt, aber ich glaube, dass der Patient geheilt ist. Zumindest für kurze Zeit. Und auch wenn er es nicht mehr ist, seine Preise sind krank. Statt 32 will er jetzt nur noch 26 Sticks für einen Emerald. Ich habe natürlich direkt zugeschlagen und wollte alle meine Stöcke verkaufen. Ab der Hälfte hat er dann aber auf einmal seine Preise wieder erhöht. Er denkt auch, er wäre Bill Gates, aber nicht mit mir. Das war ein großer Fehler. Die nächste Nacht wird schlimm für ihn. Bei meinem Experiment habe ich extrem viele Villager verloren. Ich brauche also unbedingt neue. Ich habe also ein paar Karotten gefarmt und diese den Villagern hingeworfen. Die gingen direkt weg wie warme Semmeln oder halt warme Karotten. Ich hoffe, die bekommen bald wieder neue Kinder. Und der Plan funktioniert, denn nach kurzer Zeit sind direkt einige Herzpartikel erschienen. Da soll jemand nochmal sagen, ich würde mich nicht um meine Villager kümmern. In den Kommentaren habe ich auch häufig gelesen, dass ich mit der übrigen Lava und ein paar Trichtern meinen Cobble-Generator verbessern soll. Das habe ich natürlich direkt gemacht und der ist jetzt 5-mal effizienter und alle Steine landen direkt in einer Kiste. Während des Baus ist es Nacht geworden. Ich bin also mal wieder zu meinem geheilten Villagern und habe die Fackeln zerstört, damit dort Monster spawnen können. Dabei sind das erste Mal Phantome erschienen, die ich aber easy mit dem Bogen töten konnte. In der Zwischenzeit hat sogar bereits ein Baby-Zombie den Villager infiziert. Das wäre mir extrem peinlich, wenn ich mich von einem 50 cm großen Zwerg töten lassen würde. Trotzdem, für mich war das natürlich wieder perfekt. Ich habe ihn also mal wieder mit dem Trank abgeworfen und ihm einen Goldapfel gegeben. Ich musste leider ein paar meiner Hühner töten, da mir das Fleisch ausgegangen ist und Karotten viel zu wenig Hunger füllen. Sobald der Villager ein zweites Mal geheilt ist, muss ich ihn natürlich direkt wieder ausnutzen, also habe ich mal wieder Bambus gefarmt. Doch die Preise haben sich trotzdem nicht verändert. Er gibt mir immer noch ein Emerald für 26 Sticks. Ehrlich gesagt habe ich mir schon mehr erhofft. Ich muss es also in der nächsten Nacht nochmal probieren. Jetzt geht es aber erstmal weiter mit dem Bau der Stände und Lager, die ich letzte Folge angefangen habe. Denn falls ihr es vergessen habt, ich will für jede Phase einen kleinen Abschnitt auf meinem Platz bauen. Für die Dschungeltempelphase habe ich vor allem Dschungelholz, Mossy Stone und Bambus verwendet. Die sechste Phase hieß Red Desert und ich weiß, es klingt verrückt, aber ich habe dafür vor allem mit rotem Sand gebaut. Gerade als ich die Blöcke für den Nether holen wollte, ist mir ein Zombie beim Dorfbewohner aufgefallen. Ich habe ihn in die Hütte gelockt und den Villager infizieren lassen. Den Rest kennt ihr ja schon, das muss ich euch nicht immer erklären. Während der Heilung hatte ich genug Zeit, um die Nether-Phase aus Netherrack und Blackstone zu bauen. Die Idylle bestand hauptsächlich aus verschiedenen Quarzblöcken und Glowstone. Das Gute am Bauen ist, dass die Zeit immer recht schnell umgeht. In der Zwischenzeit ist nämlich der Villager geheilt. Jetzt verkauft er mir ein Emerald für nur 19 Sticks. Die Preise werden wirklich immer besser. Ich habe mir natürlich direkt 26 Stück geholt. Es schadet nie schon mal welche zu hamstern. Trotzdem, ein Stand fehlt noch und der gehört zur Desolate Land-Phase. Dort habe ich vor allem alle möglichen Steine aus dem Stronghold verwendet. So sehen jetzt also die fertigen Phasen aus. Schreibt mir mal gerne eure Meinung in die Kommentare. Aber eine Phase fehlt trotzdem noch, das End. Und genau da gehen wir jetzt rein. Also in 100 Sekunden, wenn der Countdown abgelaufen ist. Das dauert wirklich immer so lange. In der Zwischenzeit habe ich einen Golem getötet, Eisen gebraten und ein paar Enderperlen durch die Luft geworfen. Aber dann ging es wirklich los. Wie erwartet gab es dort vor allem viele Endblöcke wie Endstein und Endziegel. Ich musste aber aufhören mit Abbauen, denn es wurde schon wieder Nacht und die Chance wollte ich mir natürlich nicht entgehen lassen. Da
ich aber keine Tränke mehr hatte, musste ich mal wieder Pfandflaschen abfüllen und diese mit Spinnenaugensaft verfeinern. Während ich darauf gewartet habe, habe ich mal wieder einen Eisengolem abgeschossen. Minecraft ist wirklich unlogisch. Wenn ich mit einem Stock auf Eisen schieße, müsste eigentlich der Stock zerbrechen und nicht der riesige lebende Eisenkasten. Aber egal, so ist es für mich viel sicherer. Statt Zombies sind in dieser Nacht erstmal nur fliegende Putzlappen gespawnt, die ich wieder mal locker abschießen konnte. Nach langer Zeit ist dann aber doch endlich mal ein Zombie aufgetaucht und seine Jungs hatten sogar Neuner und Messer dabei. Das war recht praktisch, dadurch konnte der Villager schneller infiziert werden. Langsam fühlt er sich sogar wohl als Zombie, denn er hatte plötzlich eine komplette Lederrüstung an. Trotzdem, es kann nicht sein, dass jemand mehr Drip hat als ich, also habe ich ihm wieder den Trank gegeben und ihn zurückverwandelt. In der Zwischenzeit ging es mal wieder ans Blöcke abbauen. Eigentlich hatte ich echt Angst, in der Endphase abzubauen, aber das Schlimmste, was gespawnt ist, waren Endermites. Die konnte ich natürlich locker mit dem Bogen aus dem Loch töten und zur Belohnung ist sogar ein Diamanterz gespawnt. In einer Kiste fand ich außerdem ein paar Chorusfrüchte und man nennt mich nicht umsonst Gustav den Bauern. Ich habe also eine kleine Fläche mit Endstein ausgefüllt und wollte sie dort anbauen, aber das hat nicht funktioniert. Vergesst, was ich gesagt habe, ich bin doch kein guter Bauer. Als ich nach dem Villager schauen wollte, bemerkte ich auf einmal einen Golem in der Nähe der Insel. Ich dachte nicht, dass das passieren könnte, aber in der Hütte fand ich nur noch die Überreste des Villagers. Das war der Tag, an dem ich mir schwörte, aus Rache jeden Eisengolem zu töten, den ich sehe. Also, das mache ich ja sowieso schon die ganze Zeit, aber jetzt habe ich wenigstens einen Grund. Und keine Angst, natürlich baue ich dem Villager ein Grab. Er ist für die Wissenschaft gestorben, wir werden uns immer an... Warte, wie hieß er eigentlich? Wir werden uns für immer an Ilka erinnern, er hat eine gute Beerdigung verdient. Das Grab soll an die Stelle, wo er die meiste Zeit seines Lebens verbracht hat, also habe ich erstmal die Hütte abgerissen. Danach habe ich Holz gefarmt und ein Eisengolem getötet. Unser Freund hat nur die besten Materialien an seinem Grab verdient. Als ich fertig mit dem Bau war, hat es angefangen zu regnen. Das muss Schicksal sein, Ilka hat Regen geliebt. In einer meiner Kisten habe ich auf einmal ein komisches Buch gefunden, welches Ilkas Testament hieß. Sein letzter Wunsch war es, dass ihr alle ein Like und ein Kommentar für ihn dalasst. Ich hoffe, ihr werdet ihm diesen Wunsch erfüllen. Und nein, das habe ich nicht gerade selber geschrieben. Wie kommt ihr darauf? Okay, genug getrauert. Weiter geht es mit Blöcken abbauen. Die größte Gefahr aktuell sind Endermen, aber auch die greifen mich wie gewohnt nicht an. Die Phase wird ein Kinderspiel wie Lotti Karotti oder Memory. In einer Kiste habe ich diese coolen leuchtenden Pfeile gefunden und sie natürlich direkt an einem Golem ausprobiert. Die sehen dadurch so aus wie Figuren aus Comics oder so. Nur weil Ilka tot ist, hören wir noch lange nicht mit dem Sticks-Traden auf. Er hätte es so gewollt, also habe ich Bambus gefarmt und alle Sticks gegen insgesamt 27 Emeralds getradet. Der Kurs war nicht so gut wie bei Ilka, aber was soll ich machen? Ich hatte keine Wahl. Auf einmal ist beim Block Obsidian gespawnt. Damit habe ich jetzt 10 Stück und das bedeutet, dass ich endlich in den Nether kann. Aber ihr kennt mich, das Portal muss schön aussehen. Deshalb habe ich extra eine kleine Insel an den Marktplatz gebaut. Dabei wurde ich zwar mal wieder von Phantom belästigt, ich habe mir aber einfach ein paar Pfeile geholt und sie abgeschossen. So sieht das Portal jetzt aus, aber kommen wir endlich zum Moment der Wahrheit. Ich war extrem gespannt, ob auch im Nether nur ein Block ist, also habe ich das Portal angezündet und bin durchgegangen. Naja, der Nether sieht so aus wie in jeder anderen Welt. Und deswegen gibt es dort natürlich auch Ghasts, welche ich aber easy mit einem brennenden Pfeil abschießen konnte. Da ich aktuell nichts aus dem Nether brauche, bin ich wieder zurück an die Overworld und war wie nach einer Party pünktlich zum Sonnenaufgang wieder zurück. Dann habe ich erstmal Blöcke abgebaut, bis auf einmal eine Spawner-Animation erschienen ist, ich aber kein Monster gesehen habe. Als ich mich deswegen mal umgeguckt habe, bemerkte ich auf einmal eine Schalka, die meine Hunde belästigt hat. Ich konnte sie zum Glück recht schnell mit meinem Bogen töten und sie hat sogar eine Shell gedroppt. Jetzt brauche ich nur noch eine, um mir eine Schalka-Kiste craften zu können, also ab zu den wichtigen Sachen. Egal wie unnötig du dich fühlst, Endermen sind unnötiger. Die stehen immer nur rum und lassen sich einfach töten. So wie der Bambus auf meiner Plantage. Der kommt auf die Welt, wird gefällt, an Villager verkauft und was die dann mit ihm machen, weiß keiner. Außer, dass ich natürlich reicher werde. Ich habe deswegen mal alle meine Emeralds zusammengesucht und habe schon über 30 Blöcke. Ich will mir daraus später etwas Cooles bauen, aber aktuell sind es noch zu wenige. Es gibt also nur eine Möglichkeit, um das zu ändern. Ich musste meine Bambusplantage vergrößern. Ich liebe es einfach, wenn die Blöcke so perfekt aufgehen. Jetzt musste ich nur noch Bambus platzieren und warten, bis dieser wächst. Damit das nicht so langweilig wird, habe ich in der Zwischenzeit Blöcke abgebaut. Ich glaube, wir kommen dem Ende der Map immer näher. Endermines töte ich nicht mal mehr, sondern lasse sie einfach nur noch in das Loch fallen. Die bringen sowieso nichts, wie das Obsidian, was jetzt immer häufiger spawnt. War ja klar, jetzt wo ich genug habe, bekomme ich das natürlich hinterhergeworfen. Nach tausenden Endcity-Blöcken ist dann eine Kiste mit lila Partikeln erschienen. Darin waren goldene Karotten, ein Unsichtbarkeitstrank und ein Buch mit Loyalty 1. Dafür, dass wir schon so weit gekommen sind, hätte ich mir echt mehr erhofft. Das Buch ist mindestens so unnötig wie die von Goethe, nur dass das hier wenigstens glitzert. Auf der Insel sind echt komische Wesen. So auch dieser Golem, der einfach die ganze Zeit gesprungen ist.
geküsst. Ich habe ihn trotzdem getötet. Der Tag bestand bis jetzt ganz entspannt nur aus Blöcke abbauen, aber es war klar, dass das nicht immer so friedlich bleiben wird. Denn wie jede Folge durfte natürlich auch heute keine Monsterparty fehlen. Ich hatte keine Pfeile mehr, also bin ich erstmal zur Monsterfarm, um mir welche zu besorgen. Die Party habe ich in der Zwischenzeit einfach ignoriert. Solange die nicht wieder alles anbrennt, ist alles in Ordnung. Als ich genug Pfeile hatte, hat mich auf einmal ein Enderman angegriffen. Das ist wieder typisch. Alleine sind sie zu feige, aber sobald sie in einer Gruppe sind, haben sie die große Klappe. Also im wahrsten Sinne des Wortes, weil Enderman ja ihren Mund immer so weit aufmachen, wenn sie einen angreifen. Aus der Entfernung habe ich dann noch eine Schalker getötet, welche mir endlich die zweite Shell gedroppt hat. Sonst bestand die Party nur aus Endermites und noch mehr wehrlosen Endermen. Das war wirklich die schlechteste Monsterparty, von der ich je gehört habe. Aber ich habe von ihr gehört. Legende, wer den Witz verstanden hat. Am Morgen vom letzten Tag habe ich überlegt, was ich noch bauen könnte. Dabei ist mir eingefallen, dass ich meine Folge ja immer im Bett beende und aktuell habe ich da kein cooles. Das musste ich natürlich direkt ändern, also habe ich erstmal ein paar Steine und Holz gefarmt. Wobei, warum eigentlich solche billigen Materialien benutzen? Ich bin ja kein Geringverdiener. Ich habe mir also stattdessen mit Quarz und Smaragdblöcken das ultimative Bett zum Flexen gebaut. Naja, so schön sieht es jetzt nicht aus, aber das ist so wie Gucci. Hässlich, aber dafür extrem teuer. No front an jeden, der Gucci trägt, ich kann es mir einfach nur nicht leisten. Tag 80 war damit aber immer noch nicht beendet. Ich habe also erstmal weiter Blöcke abgebaut. Wir kommen dem End immer näher, in der nächsten Folge könnte es schon soweit sein. Also abonniert natürlich meinen Kanal, um das nicht zu verpassen. Davor brauche ich aber unbedingt noch bessere Sachen, also habe ich zum ersten Mal mein neues Bambusfeld abgefarmt. Das einzig Nervige daran ist, dass ich den Bambus immer zu Steaks umcraften muss. Aber ich will mich nicht beschweren, es gibt da draußen tatsächlich Menschen, die für ihre Emeralds Monster töten oder sogar meinen gehen. Mit gutem Gewissen und viel Emeralds in der Tasche habe ich mich dann in mein neues Premium-Bett gelegt und so geht auch der 80. Tag der Serie zu Ende. Wenn ihr das Video bis hierhin geschaut habt, würde ich mich sehr über ein Like und einen Kommentar für den Algorithmus freuen. Vergesst außerdem nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Für euch ist das nur ein Klick, aber mir hilft das wirklich extrem. Jeden Sonntag um 12 Uhr gibt es eine neue Folge des Projekts. Ich bin Gustav und ich wünsche euch noch einen guten Morgen, Mittag oder Abend.